Okay, Leute, hier sind wir wieder bei Crysis 2 und ich habe gerade eigentlich keinen Plan, was beim letzten Mal passiert ist. Wir sind hier halt lang gefahren und sollen jetzt die Delta-Kompanie treffen. Das tun wir doch mal. Waffe? Achso, eine Majestics. Was liegt da? Eine Fernkampf-Majestic. Und das da oben sieht mir irgendwie verdächtig aus. Komme ich da dran? Nein. Schade. Wäre ein interessantes Versteck für irgendwas. Vielleicht von hier. Für irgendwas gewesen. Das interessiert mich jetzt gerade. Ob hier irgendwas drin ist. Auf alle Fälle rein kann ich. Aber was sagt ihr? Es wäre doch irgendwie doch ein cooles Versteck. Naja. Delta Company 4 zu Flug 7. Nähere mich der LZ. Bereithalten für Luftevakuierung zum Terminal. Machen wir es kurz und schmerzlos, Gentlemen. Bestanden, Flug 7. Folgen Sie uns. Ach Mensch, ich wollte da rein. Okay, da unten haben wir die Delta Company. Granaten habe ich. Was ist denn das hier? Anscheinend auch eine Fernkampfska mit Granatwerfer. So, moin Mädels. Okay. Warum markiert er die rot? Ah, komisch. Naja, auf alle Fälle. Wir begeben uns dann mal auf das Bötchen, um von hier ein bisschen zu snippern, ne? Und hier haben wir auch noch einen Granatwerfer, den ich zuerst mal niederballern möchte. Ja, in der Tat, einer weniger. Ups, warum ist denn hier Sturmvisier? Ich meine, es ist ein Snipper, da will ich auch ein Scharfschützenvisier hier haben. Oha. Den scheint das da ja nicht allzu sehr zu stören. Vielleicht hätte ich den Granatwerfer. Doch nicht unbedingt direkt verschießen sollen. Naja. Ey, sag mal, will der nicht sterben oder sowas? Na. Okay, sehr gut. Die haben sich auch noch um die gekümmert. Ich hole mir dann gerade mal wieder neue Munition. Und holen wir dann da unten die Punkte. Wenn ich sie finde. Was haben wir denn hier Schönes? C4, ja, immer doch. Okay, hier ist einer abgekackt. Warum sind hier nicht noch mehr? Egal.
Wir werden gleich genug kommen. Zentrale, hier ist Chino. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Verstanden, Chino. Ihr habt ihn gehört. Okay. Alcatraz, ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore. Gibt ihr auf Nanoebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der Seth. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Ja, gerne, nur meine ich mich zu erinnern, dass hier eigentlich irgendwo ein schweres MG rumlag, rumstand. Oder nicht? Nicht? Was haben wir hier Schönes? So. Nehmen wir erstmal was schöne Dinge hier. Ah. Uiaiaiaiai, sehr schön. Scheiß auf hier schweres MG, wenn man ein Swarmer hat. So. Schade, ich dachte, das Ding konnte man angreifen. Naja, anscheinend nicht. Der Swarmer ist, ja, wie man sieht, ein Raketenwerfer. Für viele kleine Raketen. Könnte sein, dass ich da jetzt ein paar von meinen eigenen Leuten gekillt habe. So, das war's mit dem Swarmer. Jo, runter. Ich will nur gerade eigentlich den Schnipper wieder haben. Und aus Prinzip setzen wir dem... Wow. Okay, da kommen noch mal mehr. Ja. Aber ich glaube, das war ein Fehler, dass wir... eventuell den Swarmer jetzt schon... benutzt hatten, so. Hab dich. Sterbt ihr Wichser, ich prügel euch alle zu Tode!
Stirb! Wichser, Arschloch! Es war zwar knapp, aber es hat funktioniert. So. Gegen den haben wir ja. Ups, da habe ich mich wohl fast selber mit weggesprengt. Aber naja. Was verschießt der eigentlich? Ich baller auch mal einfach noch mit drauf. So, hier hinten lang noch, glaube ich, noch, wow. C4. Ach, hier hinten war halt das MG. Naja, haben wir ja auch so ganz gut hingekriegt. Jetzt sag nicht. Ah, toll, hier lagen natürlich. Wo denn? Ach, da hinten. Ja, ich will aber schwere MG mitnehmen. So, ich habe zwar jetzt, glaub ich, so ziemlich. Ja, bin ja. Oh, hier lag noch ein Swarmer. Ach. Nehmen wir den. Ah, aber hier haben wir vorher noch was, C4. So, jetzt komme ich. Ja, man macht keinen Stress, ich komme ja schon. Ja, ah, ha. So, jetzt bin ich hier. Also mit dem Ding gerne. Von Alcatraz sich gerade zu einer mächtigen Biowaffe gegen die feindlichen Aliens entwickelt. Aber um diesen Prozess abzuschließen, ist ein Stabilisator erforderlich. Alcatraz, Sie müssen sofort zum Hargreave Rash-Gebäude. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Nehmen Sie Ihre Kollegen mit, Sie werden Ihre Hilfe brauchen. Bitte beeilen Sie sich alle. Die Seth werden nicht auf uns warten. Ja, und da haben wir gerade, eine Erkennungsmarke gefunden. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass jetzt das Kapitel noch nicht zu Ende ist. Denn ich hatte gehofft, man könnte Swarmer oder schweres MG mitnehmen, aber das kann man nicht. Naja, dann gucken wir uns mal das Briefing gedöns an. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten sie bis ins Erdgeschoss raufkommen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel, oben im 11. Stock. Es gibt im Moment zwar keinen Zugang zu Aufzug und Treppenhaus, aber am Sicherheitspult in der Lobby können Sie einen Systemneustart veranlassen. Ja, kein Problem. Mach ich auch locker. Und ich weiß ja, was uns da erwartet. Kein Problem. Mach ich mit links. Naja, sollte eigentlich echt nicht allzu schwierig werden, denke ich, hoffe ich. Mal sehen. Wird sich zeigen, ob ich das besser hinkriege als beim ersten Mal. Weil beim ersten Mal spielen ist ja immer alles schwerer. Ne. Na, mach schon. Hallo. Laden. Danke. Was habe ich denn jetzt für Waffen? Ach, wir sehen uns dann hier gleich nochmal mit den richtigen Waffen wieder. So, jetzt haben wir auch unsere richtigen Waffen wieder. Und dabei fällt mir gerade mal ein, wir können eigentlich mal gucken, was wir denn hier schon so Schönes haben. Wir haben schon wieder 4600. Tja, und eigentlich brauche ich davon nichts wirklich. Tja, Sachen gibt's. Ja, ja. Ich erkläre das Hargreave Rash-Gebäude, Target Shack.
Chino hat mir zu folgen. Ich bin immer der Protagonist dieses Spiels. Muhahaha. Haha, ich kann's nicht sehen. Oh. Wo denn Kontakt? Ach, dahin Kontakt. So, einmal nachgeladen. Und direkt hinterher gesetzt. Okay, schon. Das müssten 2x300 sein, oder? Eins? Hä? Was? Wir sind nur 100. Hm, tja. Das war einer von Zell. Den gibt's nicht mehr. Habe ich schon, Kumpel. Sieht besonders interessant hier aus. Das ist so ganz abgesackt und die Bäume stehen hier noch. Auf eine morbide Art und Weise schön, muss ich sagen. Na, komm, geh hoch. Ach, dann halt nicht. Rutschen wir ein bisschen im Schlamm. Yay! Und das Ganze noch einmal. Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Genau. War nicht zu weit springen. So, da steht so ein fettes Dingen, was Bumm macht. Und da müssen wir hin. Und was haben wir sonst noch hier so? Wir haben aber einen geschült. Nein, können wir irgendwas nehmen. Unter Beschuss. Na, kommen wir nicht hochkommen, dann schalte ich den Beschuss aus. Nämlich ganz easy peasy. Na, okay. So, ausgeschaltet. So, da hinten können wir irgendwas nehmen. Das hört sich für mich doch interessant an. Jupp. Dem da jagen wir noch ein Messer ins, in die Weichteile. ja, was haben wir denn hier? Sprengungs-Ska gegen... So, was ist denn das für eine Ska? Ah! Ich habe sie lange gesucht. Und ich habe sie beim ersten Mal durchspielen auch ehrlich gesagt nicht gefunden. Nämlich die Ska mit dem Gauss-Gewehr. Ey, was? 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 Die... Der da mal voll in den Rücken gejagt kriegt. Ah, sehr geil. Das gefällt mir sehr. Ja, ja, die Visoren, den, na, die Visoren, den Visor benutzen. Gibt das mir eigentlich auch mehr? Ja, das füllt das auch wieder aus. Kommt mir hier einer hoch, oder was? Kann schon sehr vorteilhaft sein. Hier steht doch irgendwo einer. Jetzt nicht mehr.
So. Da haben wir noch einen Gegner. Da hinten haben wir noch einen. Wie gesagt, da können wir das Geschütz benutzen. Ach, und den unten markieren wir uns natürlich auch nochmal. Und der, der da gerade hingehüpft ist, natürlich auch. Oh, hey. Okay, da ist dann wohl doch keiner hingehüpft. Oh, verstecken wir uns hier gerade mal. Laden wieder Energie auf. Hoffen, dass keiner von hinten kommt. Wo man sich bei den Viechern ja nie so wirklich sicher sein kann. Aha, komm, passt das. Jetzt muss ich schnell sein. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ja, der Typ hat nichts mitgekriegt. Nur so ein anderer Kumpel hat irgendwas gesehen. Entweder ich jag dem einen mit dem Gaussgewehr rein. Oder ich mach noch einen Stealth-Kill. Boah, sind die Viecher blöd. So, der hat mich jetzt aber gesehen. Schalten wir mal wieder hier drauf um. Und... Scheiß auf Koloss. Ach, der kommt ja jetzt hier hingelatscht. Wie, was, der lebt noch hier. So. Was? Immer noch? Hä? Ey, ihr habt gesehen, ich hab den jede Menge in die Fresse geballert. Wie überlebt er das denn? Und interessantes Bild. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sitzen wir wieder hier drin. So. Und jetzt... na also, geht du. Was, der lebt immer noch. Wie viel will der Trottel denn noch aushalten hier? Dankeschön. Ich hatte mich... wie der voll wegsplattert. Ach so, die habe ich ja auch noch. Das hätte mir natürlich mal erstmal einer sagen können. Zerstörung pur. Okay, holen wir uns die Punkte. Die der Koloss hat hoffentlich fallen lassen getan. Nämlich hier. Dankeschön. Was haben wir denn jetzt hier so schönes? 5700. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich Bedrohungssuche, naja, braucht man nicht unbedingt. Panzerverbesserung ist sehr hilfreich. Das kann man auch gut gebrauchen, aber wenn man da das gut macht, dann ist das auch in Ordnung. Das ja, verringert halt auch den Energieverbrauch. Und das unterdrückt Geräusche. Das heißt, man braucht im Grunde nur die drei immer aktiviert zu haben. Und man hat den eigentlich schon super gut. Ich glaube, Stealth-Verbesserung
verlängert, wie lange man im Stealth-Modus bleiben kann oder so. Es ist ja auch nicht schlecht. Ne? So, dann geht's auch mal wieder unter Wasser, ne? Gab's ja schon lange nicht mehr. Und ich würde sagen, ja, sobald wir hier jetzt aufgetaucht sind, wird bestimmt irgendwer noch irgendwas labern, aber dann werde ich den Part auch beenden. Hier ist nämlich auch ein Kontrollpunkt. Nein, keiner labert was. Doch, okay. Jo, mache ich gerne. Und ich wette, da hinten ist irgendwas drin. Aber das gucken wir erst beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!